Aber wenn man die so einsetzen würde, wären sie sich, glaube ich, bis auf Navarro könnte nicht draußen sein. Ansonsten wären alle draußen. Und die sind sogar noch. Ja. Wir haben die Pole Position im Heimrennen. Okay, Rennen startet auf Trocken. Das heißt. Toll. Oh. Dann wird die Strecke nass. Das ist die interessante. Dings. Ich glaube, wir würden dann auf Intermediates wechseln und mit Intermediates weiterfahren. Aber wir speichern natürlich mal. In letzter Zeit läuft das Spiel wieder relativ stabil. Aber ich habe es mir mittlerweile auch angewöhnt. Selbst in meinem neuen Spielstand, den ich gemacht habe. Da habe ich dann den Mod Fire Mod benutzt. Bei Eisenmod funktioniert leider nicht. So, auf jeden Fall mit den Supersoft starten wir. Intermediates sind auf jeden Fall die Variante, die wir fahren. Ich hoffe natürlich, dass Beckers Reifen so lange jetzt halten. Ich weiß nicht, wie viel Prozent er nämlich drauf hat. Aber wir müssen natürlich die erste Runde ein bisschen angasen. Aber normalerweise 5 Runden sollten eigentlich drin sein. Ach, rot sind ja wir, ne? Ja. Und 13. Na, ja, das ist natürlich super, denn die anderen jetzt ihren was Härtenreifen aufsetzen. Los geht's. Guter Start. Ja, wir bleiben vorne. Nein, der verbraucht seine Reifen noch nicht so sehr. Navarro, aber damit haben wir unsere Reifen zumindest auf Temperatur. Bei 70%. Okay, wir haben einen kleinen Vorteil, was die Reifen angeht. So, wer. Navarro ist hinter uns und Mahdi ist auf Platz 7 zurückgefallen. Heißt, wir würden zurzeit nichts aufholen. Das ist nicht schön. Okay, Flores vorbei. Okay, die kommen natürlich jetzt am Anfang. Heißt, Zeit, wenn wir einen Punkt aufholen. Wenn jetzt Fox natürlich jetzt nochmal Navarro kriegen würde, dann wäre es was anderes. Der Regen, wann kommt der? Richtige Zeitpunkt erwischen. Ich will eigentlich wirklich nicht auf die Regenreifen wechseln. Da kommt der Regen. Eine Runde zu früh. Flores ist raus. So, und diese Runde dann in die Boxengasse. Intermediates. Neue, frische Intermediates. Für beide Fahrzeuge dann. Unser Team ist ja so schnell, dass die eigentlich diesen Abstand, den wir jetzt gerade haben. Wieso vergesse ich es mittlerweile so häufig, aufzudrehen? Also den Motor dann, nicht im Spiel, sondern die Leistung vom Motor aufzudrehen. So, wir kommen weg. So, neutral und mittel. Fehler beim Reifenwechsel. Wir haben natürlich jetzt den Vorteil, dass wir natürlich jetzt die deutlich besseren Reifen haben. Das heißt, wir dürften da näher rankommen. Zumindest mal, bis die ihre Regenreifen aufziehen. Aber das ist die Frage, wenn die natürlich jetzt ihre Regenreifen aufziehen, wir werden am Schluss auch natürlich Regenreifen aufziehen. Alle sind in der Boxengasse und wir führen das Rennen an. Und Radmanovic ist Zweiter. Was ist hier los? Heimrennen vor Power! Natürlich jetzt ein paar Runden die Regenreifen deutlich besser. Wir haben aber auch einen guten Vorsprung. Nein, ihr fahrt schön weiter. Boah, bis Runde 18. Ob sie die Reifen 12 Runden lang halten können, wenn wir nicht aufdrehen. Sollte eigentlich funktionieren, wenn wir nicht aufdrehen. Sollte es funktionieren, dann werden die Reifen aber zu kalt. Okay, Larsen kommt natürlich jetzt angeballert. Jetzt ist die Zeit der Regenreifen. Aber nicht lange. Die müssen gleich nochmal in die Boxengasse und sich Intermediates holen. Kann natürlich auch ein Fehler sein, dass wir Regenreifen hätten aufziehen müssen, sollen. Also ich fand es jetzt keine schlechte Entscheidung, weil viele halt, das ist so ein gemischtes Feld jetzt. Ne? Die Regenreifen sind jetzt gerade schneller aktuell.
Aber halt nicht wie viele Runden. Die Zeit können wir uns auch vor den halten halt, ne? Und ich glaube mindestens noch nur eine Runde noch. Denn in dieser Runde jetzt anfängt, sind wir am Schluss wieder schon schneller. Wir müssen noch 9 Runden durchhalten, bevor wir dann. Okay, wir können sogar ein bisschen früher auf die anderen Reifen wechseln. Aber alle machen die Fehler, ne? Navarro natürlich mit der Mediz und Mahadi mit der Mediz natürlich jetzt ideale Reifenwahl für die. Und wir müssen mal die Reifen aufdrehen, damit die halt nicht komplett in den Boden versinken. So, jetzt sind wir wieder im Zuge. Und sollten eigentlich jetzt mindestens schneller als Panther sein, aber sollten auch so langsam peu à peu aufholen, aufblasen, das was wir auch machen. Die fahren natürlich jetzt weiter, ne? Die wollen bis zum nächsten. Das ist ein Fehler, was die jetzt machen. Also, es ist ein sehr, sehr interessantes Rennen natürlich. Wir müssen wieder Reifen schonen, das ist natürlich immer so eine Sache, das ist nie so schön. Und da kommt der Angriff und wir gehen wieder in Führung. Heimrennen for the win. Wie sieht Zeit aus? Wie Zeit haben wir sie sogar überholt? Jetzt kommen die anderen rein, holen die Intermediates. Und das gefällt mir natürlich, aber das Problem ist jetzt 18 Punkte. Das ist sogar noch schöner, aber hier ist ein spannender Kampf. Becker ist so ein bisschen, ja, vorne weg. 50, 45. Also bei Radmanovic bin ich mir noch nicht mal sicher, ob die Reifen halten. Becker sollte halten. Also so 2, 3 Runden muss er mindestens noch durchhalten, eigentlich, Radmanovic. Dann darf er mit dem Motor ein bisschen aufdrehen, also ein bisschen versuchen, wieder wegzukommen. Aber halt nicht zu sehr auf Becker aufholen. Obwohl er macht's nicht. Er wohl fährt Becker dem davon. Das ist auch nicht schlecht, dass hier unterschiedliche Zeiten sind. Also hier haben wir jetzt 8,370, 8,391, hier jetzt 98, 96. Also ziemlich merkwürdig, also die Zeiten. Wann wird's stärker, der Regen? Oh, Radmanovic, das wird übel mit deinen Reifen. Selbst Becker muss aufpassen. Ich will nicht zu früh wechseln. Ah, war vielleicht wirklich eine Runde zu früh. Der Regen kommt. Das freut mich natürlich. Eine Runde müsst ihr noch durchhalten, Leute. Unser Radmanovic will, das ist klar, dass er neue Reifen will. Kriegt er auch Regenreifen. 40er. Ah, es wird interessant, ob das Getriebe hält. Müssen wir langsam den Motor langsam wieder runterdrehen. 9 Sekunden Vorsprung. Also Becker unterwegs. Natürlich noch ein bisschen zu früh, um Reifen zu wechseln. Er muss noch eine Runde durchhalten. Darf den Motor dann aufdrehen mal. Wo kommt ein Ringo jetzt her? Boxenstopp hat funktioniert. Okay, wir hätten sogar im Qualifying noch mehr Reifen verwenden können. Okay, jetzt hoffen wir mal, dass der Boxenstopp von Becker funktioniert. Streck natürlich noch nicht für Intermediates, für Regenreifen gemacht. Aber das interessiert mich in dem Moment noch nicht. Und da gibt es wieder einen Fehler, aber okay. Wir sind eine Runde vor den Gegnern auf den richtigen Reifen. Ja, wir sind definitiv auf dem richtigen Reifen gerade. Holen wir auf, wir holen noch nicht auf. Die ziehen uns eher ab. Wieso ziehen die uns ab? Sind die nicht beide gleichwertig jetzt vielleicht sogar? Also es könnte sein, dass wir die Führung verlieren, aber ich glaube ja nicht. Nein, wir haben die Führung wieder. So, jetzt können wir beide wieder neutral fahren. Okay, Moringio vorbei zumindest. Heißt, wir würden zur Zeit auf Platz 4 landen. Mit 16 Punkten, die wir uns geholt hätten. Also Becker sieht gut aus. Sehr solide Führung. Wo ist der letzte? Ach, Flor ist ja rausgefallen. Und damit haben wir so Mello überrundet. Kommt
kommt. Oh, der kommt näher. Der kommt richtig näher. Da werden wir auf jeden Fall auch mal ein bisschen aggressiver fahren. Natürlich mit der Chance, dass wir abfliegen. Das ist natürlich nicht so gut. Oh, Mourinho kommt näher. Das gefällt mir gar nicht. Ey, ehemaliger Fahrer, bleib hinter uns. So, auch er darf ein bisschen aufdrehen. Den Motor müssen wir natürlich ein bisschen runterstellen. Also haben wir nicht mehr so viel Sprit. Also wenn wir im Plus sind, können wir hier aufdrehen. Wenn die alle Volldampf geben, dann gebe ich auch Volldampf. Ah, Navarro holt einen Punkt, Mahadi holt 6 Punkte. Das heißt, wir sind immer noch vorbei. Oh, das wird hier ein richtiges, spannendes Finale, ey. Muss ich fast schon sagen. Der dreht komplett auf. Der will diesen Sieg haben. Wir wollen auch diesen Sieg haben. Das wäre der erste Sieg, seit wir wieder neu aufnehmen. Und der kommt aber mit Riesenschritten näher. 1,4 Sekunden. 1,6 Sekunden. Nee, oder? Doch, 1,6 Sekunden. Kommt der pro Runde näher. Müssen leider ein bisschen Sprit sparen. Reifen halten jetzt so durch. Die werden durchgezogen. Okay, muss runterdrehen, aber wir können noch weiter diese Runde fahren. 5 Sekunden. Das hat der Fehler gemacht? Okay, dann können wir nämlich auch ein bisschen schonen. Wie sieht's hier aus? Du kannst den Motor aufdrehen. Und Reifen auch noch. Den Radmanovic direkt Vierter. Das wäre sehr gut. Komm, dreh komplett auf den Motor. Reifen auch. Nur auf hoch. Becker gewinnt. Da waren wir sogar ein Stückchen zu spät. Navarro hat abgekürzt. Und Radmanovic holt seine ersten Punkte. Das stärkste Team im Heimrennen. Lässt sich sehen. Und wir sind jetzt auf Platz 4 der Teamwertung. Ha, irgendwie ist gerade so ein Traum in Erfüllung gekommen. Kein Traum, sondern eher so ein Wunsch, dass wir es auch schaffen, irgendwie da reinzukommen. Aber okay. So ein Regenrennen ist für uns irgendwie mal so ein Glücksspiel. Muss ich zugeben, also kann natürlich auch immer sein, dass wir da total abkacken. Kann auch sein, dass wir da wir jetzt hier super stark sind. Kann auch sein, dass ein ganz normales Rennen wird. Also Navarro ist nur 12. geworden. Das heißt, wir kriegen noch mehr Punkte abgezogen. Das ist sogar noch besser. Also hier sind ein Punkt. Die aufholen. Wir holen aber insgesamt 10 Punkte separat nochmal ab. Also insgesamt 9 Punkte haben wir aufgeholt. Das heißt, wir sind auf jeden Fall vorbei. Oh, Navarro kriegt eine 10 Sekunden Strafe und ist dadurch auch... Ah, nur dadurch ist er Punkten raus. Cool. Winzo holt Punkte, Chirot holt Punkte. Und Becker holt seinen ersten Sieg in der Formel 1 sozusagen. Fipo Data Racing Group. Was mich gerne wundert, bei, man hat ja hier Steinmann, ist ja Mercedes, Rossini, Ferrari, Panther, Red Bull. Was ist Bueta? Welches Team wäre Bueta in echt? Also wir haben ja in der Formel 3 sozusagen angefangen. Und das würde mich echt gerne interessieren, welches Team wir wären. Eigentlich. Nicht, dass irgendwie so in 2-3 Jahren so in der Formel 1 echt so ein Team auftaucht. Hi, wir sind Bueta Racing Group. Würde ich natürlich feiern, aber okay. Oh, das nennt man mal Prozente, die da oben geschossen sind. Da können wir eigentlich direkt nach Geld fragen, ne? Aber nee, lassen wir mal 29% nach oben. Marktwirtschaft um 1%. Fähigkeit eher. Ja, das Rennen war supi, hä? Wieso nur 870.000? Hä? Ah, ja. Hier. Boxmannschaft, okay. Aber wir haben ja die Bonuszahlungen an die Fahrer und an die Ingenieure. Das vergesse ich immer wieder, wenn wir Erster werden. So. Damit sind wir auf dem Podest gewesen mit einem ehemaligen Fahrer, unserem jetzigen Fahrer und unserem Gegner. Die wir jetzt hinter uns halten konnten für dieses Rennen. Okay, das nächste Rennen ist... Sieht mir, könnte Rio sein, bin mir nicht sicher. Schauen wir mal. Dubai. Okay, wir haben noch Dubai, Rio, Vancouver und Doha. Okay, Doha, Vancouver, so rum ist es.
Okay, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, aber dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann in Dubai dabei seid. Dann bis dahin. Ciao.